Kolumbianische Soldaten auf Spezialmission. Die Einheit soll im Nordosten des südamerikanischen Landes nach zwei vermissten Journalisten suchen. Die beiden kolumbianischen Reporter waren dort unterwegs, um über die spanische Journalistin Soledad Hernandez zu berichten, die auch vermisst wird. Die Regierung befürchtet, die Reporterin könnte gekidnappt worden sein. Am Dienstag kündigte der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos an, dass Armee und Polizei in der Region nach allen drei Reportern suchen wollten. Die Regierung spricht aber offiziell noch nicht von Kidnapping. Quellen aus dem Militär und lokale Medien vermuten, dass marxistische Rebellen oder kriminelle Banden für das Verschwinden verantwortlich sein könnten. Die Regierung ist seit 2012 in Friedensgesprächen mit der größten Rebellengruppe des Landes, der FARC. Auch mit der 2000 Mann starken Rebellengruppe ELN will man Gespräche starten.